Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Plenarsitzung aus dem großen Redutensaal in der Hofburg in Wien. Heute ist der erste von drei sicherlich intensiven Sitzungstagen in dieser Woche. Es werden wohl auch die letzten Sitzungen vor der Weihnachtszeit sein. Morgen gibt es eine EU-Erklärung des Bundeskanzlers. Übermorgen, ebenfalls um 9 Uhr, so wie morgen, geht es um die umstrittene Reform der Sozialversicherungen. Heute beginnt der Tag jetzt gleich mit einer Aktuellen Stunde. Die Themenvorgabe hatte die Liste Jetzt, vormals Liste Pilz, und sie haben sich ausgesucht ein Jahr Regierung, Rechtsruck und soziale Kälte. Anschließend, ab etwa 12 Uhr, stehen die drei Volksbegehren auf der Tagesordnung, das Rauchervolksbegehren, das Frauenvolksbegehren und jenes zur Abschaffung der ORF-Gebühren. Ich wünsche Ihnen einen informativen und spannenden Vormittag. Verhindert sind die Abgeordneten Baumgartner, Bachner, Hofstetter, Lackner, Knees, Lindner, Muchitsch, Wimmer, Belakovic, Kasecker, Schartl und Schrangl. Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt folgende Vertretungen genannt. Für den Minister Fassmann Bundesminister Moser, für die Bundesministerin Kneißl Bundesminister Hofer und für den Bundesminister Kunasek den Bundesminister Kickl. Ferner darf ich bekannt geben, dass sich Mitglieder der Bundesregierung in der Europäischen Union in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten wie folgt. Die Bundesministerin Bogner-Strauß wird deshalb vom Bundesminister Hartwig Löger, die Bundesministerin Margarete Schramböck vom Vizekanzler Strache, der Bundesminister Blümel vom Finanzminister Hartwig Löger vertreten, sowie die Bundesministerin Köstinger vom Bundesminister Moser. Ich darf auch bekannt geben, dass der ORF wie üblich im ORF 2 bis 13 Uhr übertragen wird und ORF 3 die Sitzung in der vollen Länge ab 19.15 Uhr Zeit versetzt überträgt.